In einem orthonormierten Bezugssystem des Raumes sind angegeben der Punkt P mit Koordinate 1, 1, 1 und die Schnittgerade D der zwei Ebenen P1 mit kartesischer Gleichung 2x plus y gleich 5 und P2 mit kartesischer Gleichung x plus 2y plus 3z gleich minus 2. Klein a, bestimme die kartesische Gleichung der Ebene Pi, die den Punkt P und die Gerade D enthält. Klein b, bestimme parametrische Gleichungen der Ebene Pi2. Klein c, bestimme ein System kartesischer Gleichungen der Geraden D', die den Ursprung enthält, D schneidet und orthogonal zu D ist. Beginnen wir mit klein a. Der Punkt P und die Gerade D sind in dieser Ebene Pi enthalten. Diese Gerade D hat als kartesische Gleichungen die kartesische Gleichung der Ebene Pi1 und die kartesische Gleichung der Ebene Pi2. Anhand dieser zwei Gleichungen erkennen wir sofort, dass der Punkt A mit Koordinate 2, 1, minus 2 zu dieser Geraden gehört. Wie? In der ersten Gleichung ersetzen wir x durch 2 und y durch 1 und dann sehen wir, dass die erste Gleichung erfüllt ist. Also machen wir dasselbe in der zweiten Gleichung. Wir ersetzen x durch 2 und y durch 1 und die zweite Gleichung führt dann zu z gleich minus 2. Diese Koordinate erfüllt also beide Gleichungen von d, also gehört dieser Punkt a zur Geraden d. Und da diese Gerade d eine Teilmenge der Ebene Pi ist, gehört dieser Punkt a zur Ebene Pi. Man kann genau dieselbe Überlegung für diesen Punkt b machen, dessen Koordinate 0, 5, minus 4 ist. Dieser Punkt b gehört also zur Geraden d und somit automatisch auch zur Ebene Pi. In der Hypothese steht, dass der Punkt P mit Koordinate 1, 1, 1 ebenfalls zur Ebene Pi gehört und da diese Koordinate die kartesische Gleichungen von d nicht erfüllt, liegt dieser Punkt P nicht auf der Geraden d. Und somit haben wir A, B und P drei nicht-kollineare Punkte der Ebene Pi. Wir können also sagen, dass ein Punkt Q mit Koordinate x, y, z in dieser Ebene Pi liegt, dann und genau dann, wenn der Vektor AQ eine Linearkombination der zwei Richtungsvektoren AB und AP ist. Und somit finden wir sofort als kartesische Gleichung der Ebene Pi, diese Determinante ist gleich 0. Schauen wir die erste Spalte. Wir schreiben die Koordinate des beliebigen Punktes Q der Ebene Pi minus die Koordinate vom Punkt A. Die zweite Spalte, das ist die Koordinate vom Richtungsvektor AB, die wir finden, indem wir von der Koordinate von B die Koordinate von A abziehen. Die dritte Spalte, das ist die Koordinate des Richtungsvektors AP. Wir finden die Koordinate, indem wir von der Koordinate von P die Koordinate von A abziehen. Da die zweite Spalte dieser Determinanten gerade ist, können wir durch 2 teilen. Und diese Determinante kann man zum Beispiel mit den Minoren anhand der dritten Spalte berechnen. Das führt dann automatisch zu dieser Gleichung, die wir noch etwas vereinfachen können. Und diese Gleichung können wir noch durch 2 teilen. Somit finden wir diese kartesische Gleichung von der Ebene Pi. Und wenn man sie gefunden hat, kann man immer schnell überprüfen, ob die Koordinate von A, die Koordinate von B sowie auch die Koordinate von P diese Gleichung erfüllen. Das ist korrekt. In klein b suchen wir parametrische Gleichungen dieser Ebene Pi2. Wir wissen, dass der Punkt A mit Koordinate 2, 1, minus 2 in Pi2 liegt
weil diese Koordinate die kartesische Gleichung von Pi 2 erfüllt. Genau dasselbe für diesen Punkt B. Der Punkt C mit Koordinate minus 2, 0, 0 gehört ebenfalls zur Ebene Pi 2, weil diese Koordinate die kartesische Gleichung von Pi 2 erfüllt. Dieser Punkt C gehört aber nicht zur Geraden AB. Die Gerade AB, das ist die Gerade klein d, und diese Koordinate erfüllt die Gleichung von Pi 1 nicht. Also liegt der Punkt C nicht auf der Geraden klein d, das heißt auf der Geraden AB. Und somit sind diese drei Punkte nicht kollinear. Wir können also sagen, dass ein Punkt Q mit Koordinate x, y, z zu dieser Ebene Pi 2 gehört, dann und genau dann, wenn der Vektor AQ eine Linearkombination der Vektoren AB und AC ist. Das bedeutet, ein Punkt Q ist Element der Ebene Pi 2, dann und genau dann, wenn es zwei reelle Zahlen Lambda und μ gibt, so dass der Vektor AQ Lambda mal AB plus μ mal AC ist. Diese vektorielle Gleichung der Ebene Pi 2 schreiben wir jetzt um mit Koordinaten. Wir schreiben also die Koordinate von Q, das ist x, y, z, minus die Koordinate von A, steht da, gleich Lambda mal die Koordinate vom Vektor AB plus μ mal die Koordinate vom Vektor AC. Und somit haben wir parametrische Gleichungen dieser Ebene Pi 2 gefunden. In klein c suchen wir zwei Ebenen, nennen wir sie Alpha und Beta, die die Gerade d' enthalten. Sei Alpha die Ebene bestimmt durch den Punkt O und durch diese Gerade d. Die Gerade d' liegt in dieser Ebene Alpha, denn sie enthält den Punkt O und ist senkrecht zur Geraden d. Die zwei Punkte A und B sind Element dieser Geraden d, und da d in Alpha liegt, befinden diese zwei Punkte A und B sich ebenfalls in dieser Ebene Alpha. Der Punkt O liegt aber auch in Alpha durch die Angabe. Also können wir sehr schnell eine kartesische Gleichung von dieser Ebene Alpha bestimmen. Wir schreiben die Koordinate x, y, z von einem beliebigen Punkt Q in dieser Ebene Alpha minus die Koordinate von O. Die zweite Spalte, das ist die Koordinate vom Richtungsvektor OA, also die Koordinate von A. Und die dritte Spalte, das ist die Koordinate vom Richtungsvektor OB, also die von B. Diese kartesische Gleichung schreibt sich also so, und diese Determinante können wir zum Beispiel durch die Regel von Sarrus berechnen. Das macht man so, man rechnet minus 4x plus 0 plus 10z minus 0 plus 8y plus 10x. Und diese Gleichung schreibt sich noch ein bisschen einfacher. Jetzt kann man immer schnell überprüfen, ob diese drei Koordinaten effektiv die Gleichung von Alpha erfüllen. Tun sie. Somit haben wir die kartesische Gleichung dieser Ebene Alpha gefunden. Sei Beta die Ebene, die die Gerade d' enthält und die senkrecht zur Geraden d ist. Der Vektor AB hat als Koordinate minus 2, 4, minus 2 und dieser Vektor ist orthogonal zur Ebene Beta. Als Normalvektor zur Ebene Beta können wir diese Koordinate mit minus 1/2 multiplizieren und somit haben wir einen etwas einfacheren Normalvektor zu Beta als der Vektor AB. Wir wissen, dass der Ursprung O mit Koordinate 0, 0, 0 zu dieser Ebene Beta gehört. Also können wir daraus schließen,
dass Beta als kartesische Gleichung die folgende hat. Es ist 1 mal x minus 2 mal y plus 1 mal z gleich 0. Somit haben wir die kartesische Gleichung dieser Ebene Beta auch gefunden. Und da diese Gerade D' in Alpha liegt, so wie auch in Beta, können wir diese zwei kartesische Gleichungen nutzen, um die Gerade D' zu beschreiben, wie gefragt. Und somit ist diese Übung beendet.